all that we are. All that we're made of. Big, big love. Big, big love. All that we have. All that we're made of. Big, big love. Big, big love. That's all that we are. So, Schatz, wir müssen los. Ich weiß, wie es immer so ist, bei so einem Fotoshooting ist es dann doch irgendwie ziemlich hektisch, auch wenn man versucht, sehr organisiert zu sein. Aber wie ihr seht, einen Stylisten haben wir jetzt in dem Sinne nicht. Wir haben hier unsere ganzen Outfits schon gestern vorbereitet. Sieht sehr chaotisch aus und ist es ehrlich gesagt auch. Oh ja. Aber immerhin haben wir einen Fahrer. Ja. Leute, wir sind angekommen jetzt an unserer ersten Shooting-Location. Und es ist wirklich ein absoluter Traum. Paradiesisch. Juhu. Und wie ihr seht, ist der Strand übrigens komplett leer, weil wir uns für den Shooting nicht einen Sonntagnachmittag ausgesucht haben, wo hier gestern die absolute Party war am Strand, weil die ganzen Locals hier feiern, sondern einen Montagmorgen. Also auch das ist immer ganz wichtig bei diesen Shootings. Es sind irgendwie 35 Grad im Schatten und es ist wirklich so heiß. Und ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal eine Mittagspause. Wir machen hier gerade ein Foto nach dem anderen und es ist gerade echt mega, mega anstrengend. Der Kleine will schlafen und ich habe auch irgendwie einfach nur Durst. Ich könnte gerade einen ganzen Pool austrinken, glaube ich. Und ja, es ist echt, gerade ist es echt verdammt anstrengend. Mmh. Vielen Dank. So, wir machen noch eine kleine Pause, aber hier wird schon fleißig weitergearbeitet, denn Jani ist für die Bilder, die wir heute Nachmittag alle noch machen, in der Maske. Hello, sag mal hallo. Hallo Leute. Na, wie läuft's? Sehr gut läuft's hier. Ich werde gerade geschminkt und mein Sonnenbrand wird mir gerade weggeschminkt. Ich bin so verbrannt von heute Morgen hier. Guck mal meine Schultern, das ist echt nicht mehr normal. So, weiter geht's. Nächstes Shooting im Spa-Bereich. Hier wird noch fleißig aufgebaut. Jani sitzt entspannt auf der Liege. Und wo ist Emil Ocean? Emil Ocean ist im kleinen süßen Pitty Club und lässt es sich gut gehen, hat bestimmt eine super Zeit, so wie ich ihn da heute abgegeben habe. Der hat sich mega gefreut. Also ich bin selber überrascht, ich kenne das gar nicht so von ihm. So, nach dem Spa haben wir uns jetzt umgezogen. Und ich mache hier nicht mit, aber Peer, der Arme, macht jetzt hier beim Flying Trapez mit. Und ich bin sehr gespannt. Er sah eben aus, als ob er ein bisschen Angst gehabt hat. Aber wir bekommen gerade alles erklärt. Emil Ocean wird hier auch super bespaßt mit seinem Ball. Leute, das war's. Das war unser kleiner Ausflug mit euch nach Mauritius. Oh, Emil Ocean hat die Brille verloren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So sieht also so ein Shooting-Tag aus. Wir sind tierisch im Eimer. Aber auch richtig glücklich. Wir sind wirklich sehr erfüllt, weil man einfach so viele unglaubliche Erlebnisse hat in einem einzigen Tag, gerade mit Lumbeet, wo es eben so viele Möglichkeiten gibt, auch für kleine Familien so wie uns. Und das Schönste kommt jetzt. Wir gehen nämlich essen. Mua, mua. Tschüss.